Das, was im Ruhrgebiet im Moment die größte Baustelle darstellt, ist der naturnahe Umbau der Emscher. Und wir waren ganz froh, mit dem Kurator Florian Matzner und den beiden Veranstaltungspartnern Regionalverband Ruhr und Emscher Genossenschaft diese Idee zu entwickeln, diese Baustelle, diesen Transformationsprozess zu untersuchen, gemeinsam mit bildenden Künstlern und sichtbar zu machen. Das war auch unser Anspruch, den wir insgesamt bei der Kulturhauptstadt umsetzen wollten. Es gibt ja dieses Motto Wandel durch Kultur, Kultur durch Wandel. Und mit der Emscher Kunst haben wir da eine sehr spannende Art und Weise gefunden, die Künstler einzubeziehen, sie kommentieren zu lassen, zu visualisieren, was in den nächsten Jahrzehnten hier im Ruhrgebiet noch passieren kann. Im Geflecht von ökonomischen Sachzwängen, politischen Entscheidungsprozessen und auseinandergehenden sozialen Interessenlagen ist es die Kunst, die unvoreingenommen ihre ganz eigenen Wege geht. Was sie dabei findet, sind selten schnelle Antworten, manchmal aber wichtige Fragen. Wie ein neutraler Beobachter von außen kann sie das gesellschaftliche Koordinatensystem neu ausrichten und gleichzeitig denen, die darin leben, alternative Möglichkeitsräume aufzeigen. Vor allem aber ist die Kunst eben immer erstmal Kunst. Kontrovers, verspielt, herausfordernd und inspirierend. Aber dass wir die Emscher Kunst wirklich über Jahre hinweg bis zum Ende des Umbaus in 2020 entwickeln können und auch immer die Kunstwerke über die verschiedenen Generationen neu befragen können und junge Künstler mit alten Künstlern in den Dialog zu bringen, das finde ich eigentlich spannend und nachhaltig, weil man so nicht nur den Transformationsprozess begleitet, sondern ihn auch verursacht. Und das ist ja das Spannende, wenn die Kunst auf einmal einen Prozess in andere Richtungen bringt und neue Perspektiven eröffnet. Und das, glaube ich, kriegen wir dadurch hin, dass es eine regelmäßige Wiederholung ist, dass es so eine Art Langzeittestfeld bildet, wie man mit der bildenden Kunst, mit unterschiedlichen Methoden in so einen Prozess eingreifen kann und ihn selber verändern kann. In 2013 entsteht erneut eine große Plattform für das Erlebnis Emschertal. Mit der Ausstellung Emscher Kunst präsentiert sich das nördliche Ruhrgebiet als das, was es ist, ein Ballungsraum im Wandel. Auf die Besucher warten überraschende Begegnungen, spannende Diskussionen und ungewöhnliche Ausblicke.